Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fragenfreitag auf meinem Kanal. Ja, ich gebe euch wie immer Updates zu meinem Kanal und beantworte eure Fragen. Ja, klassischer Fragenfreitag, schon lange nicht mehr gehabt, machen wir jetzt wieder. Ich habe mich vorbereitet, ich habe zwei Zettel mit Fragen bzw. Meinungen oder was auch immer. Wie das so klassischerweise ist, fangen wir mit Punkt 1 an. Punkt 1 ist Vergangenes. Das ist echt klassisch heute, ne? Ja, ihr werdet sehen, ein klassischer Fragenfreitag. Vergangenheit. Ja, was war in letzter Zeit los? Ich war viel unterwegs. Schulung hier, Schulung da, Installation von Anlagen da, Installation von Anlagen hier. Darunter hat so ein bisschen mein YouTube-Leben ein bisschen gelitten, weil einfach die Zeit nicht dazu fehlte. Weil die Zeit nicht fehlte. Weil die Zeit fehlte und sind wir einfach nicht da und ist halt so, ne? Was war noch so in letzter Zeit? Mein April-Scherz, ich greife mal zurück, der kam ganz gut an. Kam ganz gut an. Fand ich gut, dass man noch ein bisschen Spaß haben kann. So, dann das letzte Video, was jetzt vor zwei Tagen kam, glaube ich. Ich glaube, am Mittwoch habe ich das hochgeladen, ne? Ich glaube schon, ja. Fanden einige von euch auch ganz gut, obwohl es einfach nur so ein spontaner Vlog war. Wird also jetzt wahrscheinlich öfter kommen. Ja, das war gut und ich glaube, ich habe den Spaß wieder gefunden, an Videos zu machen. Deswegen gibt es auch jetzt schon wieder ein Real-Life-Video, weil ich einfach Bock dazu habe. Und ich denke, wenn ich Bock dazu habe und ihr Bock dazu habt, dann wird das was ganz Großes. Ja, dann war ich noch auf einem Netzwerktreffen, das ist schon wieder ein bisschen her, ein paar Tage. Da habe ich auch noch ein bisschen Videomaterial aufgenommen und das wird dann irgendwann mal freitags eingestreut. Werdet ihr dann sehen, da haben wir sowas Komisches wie Bubble Ball gespielt. Und haben uns irgendwelche Kinofilme angeguckt, die, also ja, ne, also, ne, seht ihr dann vielleicht irgendwann, wenn ich Zeit habe. Zeit, da ist es wieder. Warum ich mich mal so umdrehe, ist, guckt euch die Landschaft an, ist doch schön, oder? Seht ihr die Häuser? Kann man die sehen da? Ich glaube, die Häuser kann man nicht sehen, aber es macht nichts. Da, auf diesem Hügel, da, glaube ich, da ist eine kleine Burg drauf. Zoomt jetzt ran und guckt euch die Burg an. Ach, herrlich, ne? Herrlich, so zwei kleine Schirmchen kann man da sehen. Da. Egal, guckt es euch an oder lasst es. Müsst ihr ja jetzt ranzoomen, wäre ja doof, dann ich stehe aus dem Bild. Warte, ich muss mich hier hinstellen. Dann könnt ihr die Burg in voller Pracht sehen, ist ja super. Schwamm. Drüber, Punkt 1, kommen wir Punkt 2. Punkt 2 sind Fragen und Meinungen aus der Community. Von euch an mich, ich beantworte sie. Und dann fangen wir an mit Lateria the Gamer. Ich glaube, dass ich sogar wieder wie im klassischen Fragenfreitag das Zeug einblende. Ha. Frage für den Fragenfreitag. Wie lief deine Anfangsphase von YouTube ab? Oh, ungefähr. Wie lief die ab? Also ich habe angefangen mit einem, ich habe einen Gemeinschaftskanal aufgemacht mit einem Kollegen, da habe ich aber nie ein Video hochgeladen. Dann habe ich mir gedacht, ah scheiße, wenn der nicht aus der Pötte kommt, dann mache ich selber einen YouTube-Kanal auf, habe den aufgemacht und habe dann was gesucht, was nicht Minecraft ist, aber wo ich lustigerweise trotzdem Minecraft mit in den Text verwenden kann. Hier riecht es voll nach Alkohol. Oder nach irgendwas anderes. Also da ist eine Kläranlage übrigens da. Entschuldigung, also da ist eine Kläranlage. Blocks That Matter war so ungefähr in den Minecraft-Stil gehalten, deswegen konnte ich Minecraft da quasi in den Text verwenden und ja, hat nicht funktioniert. So, was war denn YouTube-Anfangszeit? Dann habe ich einfach mit noch zwei anderen Leuten, habe ich mit Fanny zusammen noch den Noel und mit Lycantra zusammen die WG aufgenommen und das war der große Durchbruch, das hat dann immer so funktioniert. Bei der WG habe ich dann einfach ein paar Leute eingeladen. Wie habe ich Leute eingeladen? Ich habe was, der Mitchell. Mitchell ist damals seine Freundin, die hat mich gesehen und meinte, hier, du suchst doch einen neuen Teampartner, nimm doch den da, der ist ganz cool, der kommt ganz groß raus. Naja, mehr oder weniger. So, und da hat Mitchell mich gefragt und hat gesagt, hier, ja, bla bla bla. Und dann habe ich Mitchell eingeladen. Dadurch kam ich an Zipster, dadurch kam ich an German Let's Play und an Debitor ran. Und wenn man die erstmal einmal als Gast hatte, dann funktioniert das alles weitere wie von alleine. Könnt ihr euch vorstellen. Also war ein bisschen Glück dabei, war aber auch Können, weil die Freundin von Mitchell schon dachte, dass ich was könnte. Ja, ich kann was. Nein, nicht kann ich. Okay, das war's. Tvetschin, hab ich schon lange nicht mehr gelesen. Hoffentlich kriege ich den Anwalt für die blödeste... Was? Award. Anwalt. Hoffentlich kriege ich den Award für die blödeste Frage. Erinnerst du dich an mich? Das ist die Frage. Und ja, Tvetschin, ich erinnere mich wirklich an dich, weil der Name mir nicht aus dem Kopf geht. Du hast öfters mal Fragen gestellt und ich habe dir auch öfters den Fragenfreitag beantwortet. Richtig, weiß ich noch. So. War lang inaktiv, bin jetzt wieder da. Das freut mich sehr. Ich hoffe, dass du auch unter dieses Video wieder fleißig eine Frage unterschreiben wirst. Wir sind bei Frage 2 und ich muss mich beeilen. Drangmaster. Hattest du schon mal was gebrochen? Ja, und zwar meinen rechten, linken.
Ich weiß es nicht ganz genau. Ich hatte einen Arm angebrochen, ganz gebrochen nicht, also angebrochen. Also einen Arm angebrochen. Ich glaube, es war der linke, ich bin mir nicht mehr sicher. Und weil ich mich parallel den rechten verstaucht hatte, das heißt, ich hatte den einen Gips und den anderen Verband. Damals in der 6. Klasse. Herrlich, sage ich euch. Herrlich. Macht wirklich Spaß, wenn man mit beiden Armen nichts mehr machen kann. Nicht. So, Ghost LP. War deine Oberstufenzeit zufällig in einer Stadt, die mit Ols anfängt? Nein, sie fing mit Wer an. Um es genau zu sein. Wer? Okay. So, Abgesicht 1. Wird dir übel beim Rückwärtsfahren im ÖV? Ich fahre kein ÖV, also sehr selten nur noch. Aber da ich ja früher sehr viel ICE gefahren bin und dann auch zwischendurch mit Bus und S-Bahn und Rückwärtsfahren, macht mir überhaupt nichts. Ich kann sogar beim Rückwärtsfahren lesen und gleichzeitig essen. Ohne dass mir schlecht wird. Mach das nach. Wobei mir aber letztens schlecht geworden ist bei dem Film auf dem Netz, aber das ist eine andere Geschichte. So, Jan Navisochnik. Was? Navisochnik. Komm, lass es. Meine Frage: Wie oft muss man rein theoretisch ein Blatt Papier, Papier falten, dass es so dick ist, dass es bis zur Sonne reicht? Na, weißt du es? PS, das Papier darf beliebig groß sein. Das ist ja schön, dass es beliebig groß sein fahren. Meine erste Frage wäre natürlich gewesen, wie dick ist das Papier? Weil darum kommt es ja darauf an, wenn man es faltet, das ist übereinander so, dann wird es ja immer, ne, umso dicker das ist, umso weniger muss man es falten. Das Problem an der Sache ist, wenn man das immer weiter falten täte, kann man es irgendwann nicht mehr falten, weil einfach die Kante reißt und dann ist nämlich keine Faltung nicht mehr möglich. Von daher sage ich, man kann es gar nicht so oft falten, dass es bis zum, weiß ich nicht, wohin reichen würde. So, liegt also nicht daran, wie groß es ist oder wie dick es ist, sondern es geht schlichtweg nicht. Gut, machen wir weiter. Die Ria fragt, und gab es dann auch einen Regen? Das ist bezogen auf das Video, was am Mittwoch kam. War das Mittwoch? Ja, habe ich übrigens, jetzt muss ich gucken, da ist die Burg, diese Richtung. 10 Minuten in der Richtung, da habe ich das Video aufgenommen. Und es hat leicht geregnet, aber nicht wirklich. Also ich bin noch rechtzeitig weggekommen, bin nicht nass geworden. Hat aber auch nicht wirklich viel geregnet. Ich hätte auch noch weiter, aber es ist ja wurscht. Es sah auf jeden Fall wie Regen aus und ich hatte Angst, dass ich nass werde. Sturkopf. Ich frage mich erst warm, kein Problem. Was? Ich frage mich erst warm, kein Problem. Okay. Darf ein Mann die Schwester seine Witwe heiraten? So, jetzt weiß ich nicht, wie das in Deutschland ist mit Heiraten von toten Menschen. Ob es da Gesetze gibt. Nekrophil heißt das, wenn man auf Tote steht, ne? Schlag das nach! Nein, Nekrophil heißt das, wenn man auf Tote steht. Ich weiß nicht, ob man in Deutschland Tote heiraten darf. Denn wenn man, wie steht das hier? Wenn man ein Mann ist und die Schwester seiner Witwe heiratet, warum ist denn die Schwester eine Witwe? Und vor allem seiner Witwe, das heißt, man ist tot. Das heißt, ich würde sagen, nein, man kann tote Menschen natürlich nicht heiraten. Da kommt ein Auto. Oh fuck, ist da. Und will mit dem Hund spazieren gehen. Ich bin begeistert. Das ist wie in jedem anderen Frage weiter auch. Immer wird man gestört, wenn man Videos aufnimmt. So sieht das nämlich aus. Bin mal gespannt, was macht er jetzt? Jetzt fährt er wieder. Ist ein BMW 3er Coupé. Nein, Kombi meine ich. Jetzt fährt er wieder, hat keinen Bock mehr. Hat gesehen, hier, da ist schon einer. Da gehe ich mit meinem Hund nicht raus. Der fällt dir nur an. Verpiss dich doch! Jetzt hält er da hinten an. Na, keine Ahnung, was er macht. Wir werden es gleich sehen. Vielleicht läuft er gleich mit einem Hund durchs Bild. Wer weiß. Alles schon gewesen. Zivitan, welche Zahnstocheransammlungen jetzt schon als Wald herhalten müssen? Davon abgesehen, auf einer Skala von 1 bis 10, für wie gefährlich hältst du diese langen Bretter mit 4 Rollen darunter? Ja, also Wald habe ich hier vor mir. Ich hätte jetzt auch meine Kamera andersrum hinstellen können und mich filmen können. Mit Bäumen und so. Aber hatte ich jetzt keinen Bus zu. Ich hatte jetzt Burg auf Freisfeld und Burg. Burg weg. Burg da, Burg weg. Burg da, Burg weg. Na komm, lass mal. Ja, der wird jetzt gleich in diese Richtung kommen. Ich werde gleich eine Pause machen. Und dann werde ich dieses Video schneiden. Das war auch schon lange nicht mehr da gewesen. Seid begeistert, wenn ihr dieses Video geschnitten seht. Ich werde mal gleich gucken, wo er hingeht. Und dann werde ich diese Frage weiter beantworten. Genau diese Frage. Bei einer Skala von 1 zu 10, wie viel gehörlich hältst du die Rollen mit 4 Brettern? Und dazu eine Anekdote von mir, aber die kommt erst nachdem der Mann mit seinem Hund weitergegangen ist. Da gibt es eine Anekdote zu Skateboards. Das ist geil. Nutzt die Zeit weise, guckt euch die Burg an und chillt und schreibt was. Schreibt Kommentare. Das ist gut, macht das.
Ja, habt ihr die Burg gesehen? Ihr habt wohl gedacht, ich schneide das jetzt. Oder ihr habt gedacht, ich weiß nicht, was ihr gedacht habt, aber ich lasse einfach die Pause drin. Da guckt ihr aber was. Das ist ein Mantek. Nee, der Hund geht da vorne her. Anekdote. Skateboard. Ich hatte früher auch natürlich ein Skateboard, als ich ein kleiner Stöpsel war. Ich und klein. Und da haben wir tatsächlich auf unserem Skateboard, sind wir zur nächsten Baustelle und haben uns so Styropor so dick, ne? Kennt ihr? Haben wir mehrfach übereinander. Ich muss noch weiter weggehen, damit ich das demonstrieren kann. So ein Ding, ne? Haben wir da gebaut. Übereinander, schön mit Klebeband fest und dann aufs Skateboard natürlich auch mit Klebeband fest. Und dann haben wir uns da drauf gesetzt und sind, also, das ist ja schon fast eine Seifenkiste, ne? Sind damit über den Abhang runtergerast. Da gab es einige Schürfwunden und Verletzungen. Also, auf einer Skala von 1 bis 10, für wie gefährlich halte ich Skateboards? Das kommt auch an, was man damit macht. Ich sag mal 5. Einfach um eine Mitte zu finden. So, kleine Anekdote vorbei. System Neo, was keiner weiß, als er nicht zu sehen war, so wie auch gerade eben, war ja kurz weg und hat Terroristen gejagt. Vorbildlich. Natürlich, System Neo, natürlich. Ich würde nichts... Was? Bomben? Nein, was? War nicht witzig, oder? Lass mal lieber. Ja, natürlich, in meiner Freizeit und wenn ich mal nicht vor der Kamera stehe, jage ich Terroristen. Das ist so mein zweiter Job. Mein dritter, meine ich natürlich. Zweiter Job ist schon YouTube. Dritter ist Terroristen jagen. Das ist vollkommen erkannt. Mache ich regelmäßig. Ich gebe es zu, ich bin Terroristenjagdmonster Nummer 1. TJM1. Terroristenjagdmonster 1. Nummer 1. Ja? TJM1. TJM1. Ich mache mein T-Shirt mit TJM1. Okay, haben wir. Remtiak, das ist echt ungewöhnlich, dich in einem Fragenfreitag-Video mal nicht zu sehen. Merke, jetzt kommen Fragen, die schon etwas älter sind, weil ich ja keinen Fragenfreitag zwischendurch wisst schon. Es ist echt gewöhnlich, dich in einem Fragenfreitags-Video mal nicht zu sehen. Hast du etwa Lepra gehabt? Lass mich gucken. Arm ist noch dran. Füße habe ich auch noch, aber die kann ich nicht in die Kamera halten. Dafür habe ich die zu hoch eingestellt. Lepra nicht, es ist noch alles dran. Sag ich mal so, erste Seite vorbei. Das ist der Seiteneffekt. Wir blättern um auf Seite 2. Ich bin heute ein bisschen durchgeknallt, tut mir leid. Auf Seite 2 steht nicht mehr ganz so viel. Seht ihr, unten ist noch was frei. Okay. Oh mein Gott. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Weiß ich nicht. Ich muss mal auf die Uhrzeit gucken. Moment, das liegt vielleicht an der Uhrzeit. Ah, es ist 7:30. Oh shit. Ich wollte schon längst zu Hause sein. Die Sonne geht unter. Gleich wird's kalt. Eieiei. Ich nehme dieses Video übrigens gestern auf für euch. Gestern Abend. Ist also ganz frisch. So sehe ich auch gerade wirklich aus. Wenn ihr dieses Video seht, vielleicht nicht mehr ganz. Egal. Wo war ich? Ich habe Rem Tilak vorgelesen und komme jetzt zu Dragon Master nochmal. Schon einen Monat her, seit er jemals geschrieben hat, aber ich beantworte das trotzdem. Wie hast du Debitor kennengelernt? Oder ist er dein Freund, mit dem du Minecraft angefangen hast? Nein! Wie ich ihn kennengelernt habe, habe ich eben schon mal beantwortet. Das war in meiner Anfangszeit Mitchell, selbst German Let's Play, Debitor. Habe ich gerade schon gesagt. Entschuldigung, habe ich vorweggegriffen. Tut mir leid. Da ist die Burg. Vielleicht lenke ich diesmal nicht mich ab, sondern lenke mir euch ab. Ich glaube, das geht nicht. Das ist ein LKW. Ja, diese Bundesstraßen, ne? Ich hab einen Platz gesucht, wo ich das Video aufnehmen kann. Und überall sind nur Straßen, es kommen Leute vorbei oder sonst irgendwas. Dann muss ich hier eine Kläranlage nehmen und dann kommen Leute mit dem Hund vorbei. Und da hinten ein LKW. Ich glaube, ich hoffe, man hört den nicht. Hört man den? Hört man den? Sieht das hier schlammig aus. Hups, Flugzeug! Flugzeug! Alles ist hier. 14 Minuten 14 und wir sind noch nicht fertig. Alles klar, eine normale Frage noch und dann kommen wir noch zu den Oder-Fragen. Dann nehmen wir aber auch nur, ich habe ja nur eins. Das ist ja einfach. Okay, Zimmetan. Oh, das ist, wenn ich das jetzt vorlese, dann beantworte ich das noch. Ich muss das sehr kurz beantworten. Das wird schwierig, aber ich versuch's. Komme ich eigentlich mal näher? Ich muss so stehen, ne? Freut mich, dass alles nur ein wirklich überzeugend gedachter Streich von dir war. Der April, ne? Ihr wisst. Und dass du auf YouTube weiter enthalten bleibst. Jawohl. Meine Frage für dieses Mal. Wenn du dir zwei Spiele ausschneiden lassen könntest, wie würden die aussehen? Einmal ein Spiel, bla 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 bla. Ich muss das mal kurz zusammenfassen. Also einfach ein Spielerspiel und ein Mehrspielerspiel. Wie würden die aussehen? Genre, Mechanik etc. Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde im Einzelspieler, oh Gott. Im Einzelspieler würde ich mir sowas ähnliches wie vielleicht kampflastiges RPG. Ein kampflastiges RPG
Third, ein kampflastigen Third-Person-RPG. Mit Story. Mit guter Story. Das wäre so mein Singleplayer. Und mein Multiplayer-Spiel wäre ein Echtzeit-Strategiespiel, weil die habe ich früher mal geliebt. Mit vielen verschiedenen Rassen, was wirklich geil ausbalanciert ist. Cool, so richtig schön mit, so richtig oldschool, mit Basen aufbauen, Ressourcen sammeln, Basen weiter aufbauen, Einheiten bauen, losschicken. Bam! So sieht's aus. Und das alles noch für Ü30 spielbar, weil man weiß ja, mit dem Alter wird man langsam und so. Scheiße. Gut, ich hab's. Ich hab mir, als ich das aufgeschrieben habe, dachte ich mir, da kannst du 10 Minuten drüber reden, aber ich hab's jetzt hoffentlich kurz gefasst. Ha. Kommen wir zu Oder-Fragen. Da hat nur Ria was gepostet. Also Oder-Fragen kennt ihr noch. Ihr schreibt Baum oder Hecke und ich beantworte das sehr schnell. Und manchmal gebe ich meinem Senf dazu, meistens aber nicht, weil es sind Oder-Fragen und die werden schnell beantwortet. Aus dem Moment heraus, zweimal die gleiche Oder-Frage in zwei verschiedenen Fragenfreitagen kann unterschiedlich beantwortet werden. Kein Problem. So. Ich bin heute voll der Entertainer. Und ich kann Karate. Oh Gott, wenn ich das Video später sehe, weil ich es ja schneiden muss, weil ich ja hier das Zeug reinbringen muss, dann schäme ich mich wahrscheinlich in die Ecke. Oben oder unten? Was ist das denn für eine Frage, Ria? Was ist denn da los? Da muss ich mal näher kommen. Was ist denn da los? Also oben oder unten? Einfach nur so. Oben. Oh mein Gott. Links oder rechts? Und dann macht es wieder keinen Sinn mehr. Das ist ja eine politische Sache, ne? Erst sexistisch, dann politisch? Was ist denn das hier? Nee. Also wir lassen mal den Sex und die Politik außen vor. Es ist zu lang. Ihr merkt, es ist zu lang. Ich beantworte das mal. Ich fange mal von vorne an und mach schnell. Einfach spontan aus dem Kopf raus. Oben oder unten? Oben. Links oder rechts? Rechts. Tag oder Nacht? Nacht. Schwarz oder schwarz? Schwarz. So, okay. Okay, Schwachsinn. Mein Kopf. Also Schwachsinn kann mein Kopf also auch noch produzieren. Wann streamen wir eigentlich mal wieder? Gute Frage. Weiß ich noch nicht. Gut, viertens. Jetzt merkt ihr, viertens ist normalerweise Abonnent der Woche. Macht im Moment überhaupt gar keinen Sinn. Lassen wir weg. Machen wir 9. Punkt viertens. 9. Punkt viertens ist das, was vorher fünftens war. Und das war Aufforderung. Aufforderungen sind immer gut, ne? Und wehe, kommt ihr nicht nach. Hier, guck mal, ich habe euch so ein langes Video produziert und laber so viel am Stück, so viel Stuss am Stück. Das ist schon krank. Man müsste mich eigentlich einsperren dafür. Aber nein, für euch, ne? Aufforderung. Das habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe mir was aufgeschrieben. Schmeiß ich weg. Meine Aufforderung für diesmal ist einfach nur ganz simpel. Es wird einfach. Es wird sicher, sehr einfach. Schreibt einen Kommentar bzw. eine Frage unter dieses Video. Einfacher kann ich euch nicht machen. Also ich hier, ne? Ich hampel hier rum, 20 Minuten für euch. Ihr müsst nur unten was reinschreiben. Okay? Deal? Okay. Gut, dass ihr nicht Nein sagen könnt. 15 ist Neues und Zukünftiges, da kommen wir auch noch zu. Und zwar habe ich da noch einen Kommentar zu. Zu Neues und Zukünftiges habe ich einen Kommentar von Diffy. Difty. Entschuldigung, ich wollte das T natürlich nicht vergessen. Difty. Was könnte man unter diesem Video schreiben? Magst du Züge? Fragezeichen. Nee, Spaß. Wird das mal was mit dem Abo-Talk? Vielleicht noch was? Ich wäre voll dabei. Ja. Mit dem Abo-Talk ist immer noch nicht vergessen, na klar. Habe ich auch richtig Bock drauf. Ich werde demnächst mal ein Video dazu machen, um zu fragen, wer denn damit machen würde, zu welcher Zeit. Und dann können wir es vielleicht mal so starten. Gebt mir noch ein bisschen Zeit brauche ich noch. Aber kommt. Versprochen. So. Da wir ja in Zukunftiges sind, da kann ich gleich weitermachen. Obscurity kommt ab Donnerstag wieder, weil das werden wir am Mittwoch wieder aufnehmen. Erst waren Julia und Link krank, dann war ich auf Schulung, jetzt war ich auf Installation. Nächste Woche Mittwoch können wir wieder aufnehmen, ab Donnerstag kommt wieder eine Folge. Ich werde auch wieder mehr andere Games spielen. Das heißt, ich werde LOL ein bisschen zurückschrauben. Und dann werde ich wieder andere Games für euch aufnehmen. Das ist spitze, oder? Finde ich auch gut. Ich finde es auch gut. Mir wird kalt. Ist die Sonne noch da? Hallo, Sonne. Schon weg. Ich habe so schön in der Sonne angefangen. Ich wollte eigentlich erst mit Sonnenbrille aufnehmen, mit sonnigen Platz suchen, aber ist ja weg. Und dann, jetzt greife ich aber vor. Also jetzt greife ich aber weit vorweg. Hier steht nämlich noch, dass ja die GC, die Gamescom, sehr bald ist. Also, ist noch ein paar Monate hin. Aber ich bereite euch jetzt schon mal noch vor. Mittwoch, Samstag und Sonntag. Nicht Donnerstag oder Freitag bin ich da. Mittwoch, Samstag und Sonntag. Sehr wahrscheinlich. Vielleicht ändert sich das nochmal, aber
Also wenn es sich ändert, dann wird es höchstens mehr. Es wird nicht weniger. Diese drei Tage stehen fest. So viel steht fest. 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 Es ist ein Fest. Es ist ein Fest. Ein Fest. Es ist ein Fest, dass ich über 20 Minuten am Stück reden kann, ohne dass mir schlecht wird. Blödsinn. Ich würde sagen, ich habe euch genug gequatscht. Ich muss das Video auch noch schneiden. Das wird noch mal eine Stunde Arbeit in Anspruch nehmen. Aber hey, was soll's für euch? Kein Problem, mache ich. Weil ich nehme mir die Zeit, 20 Minuten aufnehmen, Stunde schneiden, Stunde rendern, hochladen, Beschreibung einmachen. Insgesamt 4 Stunden Arbeit. Vielleicht schreibt ihr mal unten einen Kommentar rein dafür. Das wäre ganz nett. So, ne? Und tschüss, würde ich sagen. Bis dann. Haut rein. Tschüss.